Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier. Heute will ich mal 5 unbekannte Fakten, 5 Sachen, 5 Geheimnisse über Bowser euch präsentieren, die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht kennt. Und wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalassen könntest, denn 2018 werde ich sehr, sehr, sehr viele kleine Videos zu Nintendo machen. Ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir an mit dem ersten Fakt. Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, hat ebenfalls auch Bowser ins Leben gerufen. Und da man bis zu dem Zeitpunkt des Releases nur den Pixel-Sprite hatte, musste für das Boxart sogar Shigeru Miyamoto selber ihn skizzieren und ihn selber zeichnen. Und eine richtige Idee, wie er detailliert aussieht, hatte er nicht. Er war nur damals ein ziemlich großer Toei-Animation-Fan und hatte Journey to the West geguckt. Das ist nämlich ein japanischer Animationsfilm, wo der Antagonist so ein Riesenbulle ist. Und daher hat er das Design auch mehr oder weniger genommen. Er hat sich dran inspiriert und man sieht es jetzt auch auf dem Super Mario Bros. Boxart damals, wie Bowser da noch aussieht. Also ganz ehrlich, das sieht ja einfach albern aus. Später wiederum wurde das Design nochmal mit anderen Leuten komplett überarbeitet und Miyamoto war einfach sehr zufrieden und sagte sogar selber, dass es cool aussieht. Wo ich ja eben Super Mario Bros. Erwähnt habe, wusstet ihr, dass man nach jeder Welt am Ende im Schloss nicht gegen Bowser kämpft? Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Dieser Sprite, dieser Charakter sieht genau wie Bowser aus und soll auch Bowser sein vom Aussehen her, aber es handelt sich um sogenannte Fake Bowsers. Das kann man daran erkennen, wenn man diese Gegner, diese Bowsers mit Feuerbällen besiegt, also mit einer Feuerblume. Man muss ja sozusagen nur genug Feuerbälle gegen Bowser schießen, dann fällt er ja letztendlich auch in die Lava. Und bei diesen Bowsern vor dem allerletzten Schloss sieht man, dass sie sich kurz in ihre normale Gestalt verwandeln. Und das ist teilweise ein Hammer Bro oder manchmal sogar ein Lakitu. Wie das passiert ist, ob sie vielleicht verwandelt wurden, das ist die Frage. Aber eins steht fest, nur im allerletzten Schloss sitzt der echte Bowser. Die Koopalinge wurden 1988 in Super Mario Bros. 3 das allererste Mal eingeführt. Viele dachten oder viele denken heute noch, dass die Koopalinge Bowsers Kinder sind. Was aber nicht stimmt. Laut Shigeru Miyamoto ist nur Bowser Jr. sein Kind. Wer wiederum die Mutter von Bowser Jr. ist, weiß man auch nicht. Und als man Shigeru Miyamoto die Frage stellt, wer denn die Mutter ist von Bowser Jr., zeigte er nur auf sich selber und lachte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Glaubt ihr, Peach ist möglicherweise doch die Mutter oder irgendwie ein anderer Charakter. Bowser ist laut dem Guinness World Record Buch der beliebteste Videospielbösewicht aller Zeiten. Und nach ihm kommt erst GLaDOS auf Platz 2 von Portal, auf Platz 3 kommt dann Joker von Batman und auf Platz 4 kommt erst Ganondorf von Zelda. Bowser hatte seinen ersten Auftritt 1985 in Super Mario Bros. Und war seit diesem Auftritt in bis zu 150 Spielen vertreten, Leute. Und in jedem dieser Spiele war auch Mario vertreten, bis auf eines, Leute. Und jetzt ratet mal welches. Genau, New Super Luigi. Unser guter Mario ist wiederum in 300 Spielen vertreten. Außerdem hat Bowser 4 verschiedene Synchronsprecher im Laufe der Jahre erhalten, was mir jetzt gar nicht aufgefallen ist, weil die alle so ein bisschen rau klangen. Und er hat ja auch seit Super Mario Sunshine noch nie richtig gesprochen. Ja, Leute, das waren 5 Fakten, 5 Geheimnisse über Bowser. Ich hoffe, ihr wusstet einige noch nicht oder einen immerhin. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.